Hallo, hier Darksaber mit The Forgotten Ones, mit Darksaber und Diffro. Moinsen! Und ich weiß nicht, was auf mich zukommen wird, ganz ehrlich. Hier ist es dunkel. Ja, toll. Das wird mich richtig aufbauen. Deswegen sag ich ja auch. Zwei. Solange ihr euch nicht bewegt, ist alles cool. Hi Tommy! Ah, na klar. Ich hab's geschafft, ich hab den Tod gekriegt! Herzlichen Glückwunsch! Ich werde bestimmt noch an diese Stelle kommen. Ich frag mich, ob man hier was falsch machen kann in dem Spiel. Okay, hier komme ich eindeutig nicht weiter. Aber dafür bin ich schwer verletzt. Hallo! Alles klar, ich verstehe, was du meinst. Nein! Ich schon wieder! Hab ich jetzt ernsthaft umsonst abgespeichert? Ich weiß nicht, wo ich sonst noch abspeichern soll. Na gut. Auf Kids, ja, bla 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 bla. Für mich ist das Spiel vorbei. Ich muss komplett von vorne anfangen. Wie von vorne? Weil das Problem ist, der Typ, der Gegner gerade eben, der hat mir irgendwas verabreicht. Ich bin schwer verletzt und verliere immer weiter Energie und ich habe keinen Erste-Hilfe-Kasten. Das ist doof. Wo weiß ich jetzt? Da. Ich versuche es trotzdem nochmal an der Stelle. Voll, das ist gut. Alles klar. Jetzt weiß ich, worauf es hier ankommt. Okay, Pistole. Du sollst die Pistole nehmen und nichts anderes. Aber ich hatte doch hier um. Ah, ich bin trotzdem gestorben. Verdammt. Oh, nicht nochmal diese Stelle. Ja. Ja, ich werde es jetzt noch ein oder zweimal so machen, dass ich einfach bis dahin laufe. Ansonsten werde ich es natürlich so machen, dass ihr euch das nicht antun müsst. Logisch. Denn es dauert doch immer eine gewisse Zeit, bis dahin gekommen ist. Man muss durch drei Save Points durch. Und das muss ja nicht sein. Deswegen, Moment mal, wo? Da drüben ist es. So, du kannst verschwinden. Hier ist halt die Munition und nichts anderes auf. Ja, passt schon. War doch irgendwo ein Medikit. Ja, schade, dass du nur eins mitnehmen kannst immer. Ja, aber irgendwo hatte ich eigentlich eins gehabt, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen
ich weiß, das kommt erstmal wieder wie so ein Rabbit Zombie. Aber es ist eine gute Prophezeiung. You will die. Denn dieser Zombie ist nicht so einfach zu erledigen. Oh Mann, ich muss das wieder machen. Okay, schießen, nachladen, wegrennen. So, erstmal Abstand beginnen. Okay, komm schon. Alles klar. Nein, nein, hier, komm. Hallo. Ja, Leute, ich werde natürlich bis dahin schneiden. Bis gleich. Hallo. So, da bin ich wieder. Ja. Haben wir wieder unseren geliebten Gegner vor uns. Alter, willst du auch mal unterkrepieren? Alter! Ich hab's überlebt. Wie den Edward? Ja, ich hab den Edward überlebt und jetzt kann ich auch mal wieder ein paar Minuten ransetzen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das ging jetzt richtig gut. Ich, ganz ehrlich, ich gehe zurück. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt, ist mir auch egal. Ich habe zwar abgespeichert, wo ich ihn getötet habe, aber ich habe immer Energie verloren und bin dann draufgegangen. Ja, das ist mir glücklicherweise nicht geschehen. Oh Gott, das war doch die richtige Tür, oder? Ja, ich bin richtig. So muss das. Hä? Ja, hier bin ich richtig. Na, komm. Gespeichert. Yes. So. Erst muss ich mir diesen Gegner nicht nochmal antun. So, und hier ging es ja nicht weiter, richtig? Ah, alles klar. It won't, bitch. So, das vorhin war eigentlich ein einfacher Gegner gewesen. Hm. Da fand ich den in der Küche noch leichter. Achso. Ja, der war auch relativ einfach. Aber man musste den einfach nur gut im Kopf treffen, habe ich das Gefühl. Also ja, aber den, gesagt, der ist sehr flink. Ja. Aber man... Ja, ja. Ich habe ihn wahrscheinlich gut genug getroffen und der hat mich wahrscheinlich auch nicht schwer getroffen gehabt. Jetzt bin ich jetzt aber erstmal einen anderen Weg gelaufen. Weil da war auch noch ein Gegner, den ich gerne erledigen würde. Ich weiß nur nicht, inwiefern ich hier irgendwas beeinflusse und ich hoffe nicht, dass ich hier jetzt irgendetwas skippe dadurch. So, jetzt bin ich im Basement. Oh, Schock. Ach, hier ist diese Chase-Ding. Alles klar. Achso. So, dann kommt das Vieh hier von rechts. Stimmt, da war ja was. Connection lost. Connected. Hi. Du bist wieder da. Da war nur ein scheiß Hobby. Oh, der wollte nicht krepieren. Der hält halt einiges aus. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen mehr Panikschüsse gerade gegeben. Du,
kurz davor passiert halt so eine kurze Schocksequenz, weil da bist du erstmal so, ja, und dann kommt auf einmal so ein Vieh von hinten. Alter. Moment. Ich habe eine neue Waffe. Ich glaube, ich kann sie nicht mehr zuweisen. Was soll das? So weit muss ich erstmal wieder kommen. Folgendes, wenn du bei diesem. Bei der. Wo dieser Essenssaal ist, da drüber bist und die kleinere Tür rechts nimmst, musst du einmal runtergehen und dann nochmal rechts. Dann kommst du ins Basement. Und dann musst du erstmal erstens eine Schocksequenz überleben und ein Vieh. Und da ist dann aber rechts davon ein Schrank. Und da ist eine neue Waffe drin. Okay. Nur dadurch verlierst du dann die andere Waffe. Toll. Echt toll. Oh, was haben wir hier? Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Nimmst du den Schlüssel? Also das ist das, was mich an dem Spiel am meisten nervt, dass er einfach das manchmal nicht macht. Hallo? Ah, you found a key. Und ich kann speichern. Yay! Moment, wo mache ich das? Eins. Okay. Super, jetzt habe ich eine neue. Das finde ich ehrlich gesagt schade, warum. Aber man hat doch. Moment. Normalerweise hat man doch sonst so viele Waffen an Auswahl. Aktion, Keyboard. Keyboard sagt. Man hat. Sechs Waffen. Kann man den nicht. Warum? Ah, gut, dann ist das halt eine bessere Waffe. Okay, nehme ich die einfach. Okay, gehe ich in den Keller. Das scheint ja. Eine ganz bescheuerte Idee zu sein. Kann ich wieder zurück? Eindeutig. Okay, also ich kann zurück. Ja, es geht trotzdem runter. Okay, aber was mich hier erwartet. Das seht ihr in der nächsten Folge. Dies war's von der 7. Folge von The Forgotten Ones. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Darksaber und The Froh, die man noch erstmal bis zu dieser Stelle wieder spielen muss. Tut mir leid. Ja, leider. Ja. Bis dann. Ciao.